Bei besten äußeren Bedingungen ging in Natschbach der dritte Lauf zum Stocker Racing Cup als Night Race bei Flutlicht über die Bühne. Die Gastfahrer Ryan Sharp, Ronald Glass, der Brite Tom Smart, Johnny Hall und Trevor Buckley setzten den heimischen Fahrern ziemlich zu. Ja, also wir haben für die Gemeinde Uttendorf in Oberösterreich, die ziemlich böse erwischt haben, da haben wir gesagt, wir spenden einen Teil unserer Einnahmen heute für diese Gemeinde. Wir wissen zwar, dass das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber wir hoffen, dass wir jemandem damit helfen können und das ist unser großes Ziel. Dementsprechend spannend waren auch schon die drei Vorläufe, die hauptsächlich von den ausländischen Piloten wie Trevor Buckley, Tom Smart und Ronald Glees beherrscht wurden. Für den einzigen österreichischen Vorlaufsieg sorgte Hans-Jürgen Erhard nach einem großartigen Duell mit dem Engländer Tom Smart. Die übrigen Österreicher wie Manfred Stoll, Andi Bösner, Manfred Zemanek und Manfred Stangl landeten im geschlagenen Feld. Das A-Finale der F2-Klasse endete mit einem vierfachen ausländischen Triumph, nachdem der führende Manfred Stoll in die Leitplanken krachte und nur Fünfter wurde. Es siegte Johnny Hall vor Trevor Buckley. Ja, an und für sich ganz lustig. Nachtrennen ist immer sehr interessant für die Leute auch zum Zuschauen und als Fahrer macht es auch in der Nacht eigentlich Spaß. Und ja, Action war heute wirklich genug, glaube ich. Auch die Vorläufe der Soluncas begeisterten die zahlreichen Zuschauer. Hier waren Christian Kasecker, Patrick Krasnick und Franz Czasaj die Gewinner. Im Finale der Soluncas war Andreas Kampichler vor dem Steirer Patrick Krasnick und Franz Czasaj erfolgreich. Erstens bin ich erst eine Stunde vor dem Rennen fertig geworden, ich bin kein Training, nichts gefahren. Ich gehe von Freitag auf Samstag durchgearbeitet bis 4 in der Früh, dann habe ich 3 Stunden hingelegt. Mein Freitag hat mir brav geholfen in der Werkstatt, ganz allein. Hätte nicht geglaubt, dass es bei den ersten Rennen gleich so gut geht. Das B-Finale der F2 holte sich Manfred Zemanek überraschend vor Andi Bösner und dem Briten Ryan Sharp. Manfred, das war ja wohl die heißeste Nacht heute in Natschbach. Wie war das Rennen für dich? Die Luft war sehr, sehr dünn heute. Also es war echt ein spannendes Rennen. Ich habe heute viel Pech gehabt, aber es war unglaublich, was für Action war. Und ich glaube, mein Puls der war heute auf 200. Also es war echt beeindruckend. Ja, den sich da ziemlich zerlegt. Was ist das für Feeling? Ja, ich bin ja das gewohnt. Ich bin ja mit dem Rallye-Auto auch schon öfters gerollt. Ja. Aber es war echt mal was anderes. Mit dem Stocker einmal übers Dach zu fliegen. Zum Glück bin ich auf die Räder stehen geblieben und es ist gleich weitergegangen. So, es hat gepasst, ja. Einige Teams mussten ihre Poliden vor dem Grand Finale noch fit machen. Das Auto von Martina Brünner hatte es am schlimmsten erwischt, konnte aber das Grand Finale mitfahren. Traditionsgemäß bildeten den Abschluss des Rennens die beiden Grand Finale. Bei den Soluncas ging es über 10 Runden, hier war neuerlich Andreas Kampichler vor Florian Dorfstetter und Patrick Krasnick erfolgreich. Wann ist das nächste Rennen? Samstag, 6. Juli ist das nächste Rennen und die Engländer haben gesagt, das hat ihnen so gut gefallen, sie kommen wieder. Dramatisch verlief dann das Grand Finale der Formel 2-Klasse. 16 Autos wurden auf einmal abgelassen. Nach 3 Runden lag Manfred Stoll an dritter Stelle. Vor ihm drehte sich Ryan Sharp, Stoll prallte in den Wagen des Briten, überschlug sich, sein Bolide fing sofort Feuer. Der Wagen landete aber wieder auf den Rädern, das Rennen wurde abgebrochen und wieder neu gestartet. Trotz dieses Missgeschickes wurde der Winner nach 12 Runden noch als 4. bester Österreicher. Durch Trevor Buckley gab es einen britischen Sieg. Auf Platz 2 der Österreicher Wolfgang Scherleitner vor dem Briten Tom Smart. Trevor, wie war das Rennen hier in Österreich für dich? Es war toll, es war eine lange Reise, aber es hat sich gelohnt. Hast du mit diesen starken Fahrern gerechnet? It was good, strong field, but the
Es sind sehr gute Sportler in Österreich, aber die letzten Autos waren die besten, auch mit dem Crash. Was denkst du über die Strecke? Ich habe die Strecke geliebt, die Zuschauer waren einfach toll. Glaubst du, kann sich unser Land noch verbessern? 100%ig. Ich glaube, obwohl es toll war, dass es auch darauf ankommt, das Geld, was man daraus lukriert, gleich wieder in den Sport zu stecken. In England wird das nicht gehen, aber ihr macht es toll. Kommst du wieder nach Österreich? Gerne. Ich habe vor, im Juli wiederzukommen. Dankeschön. Nein, ich sage danke. Für die Hochwassergeschädigten in der Gemeinde Uttendorf in Oberösterreich konnte ein Betrag von über 1.000 Euro von dem Kartenverkauf bereitgestellt werden.